Hallo und herzlich willkommen zum 9. Mitteldeutschen Immobilienkongress hier im The West in Leipzig. Veranstaltet wird der Kongress vom Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften und dem Landesverbänden des IVD und BFW. Thema des heutigen Tages ist Staat kontra Wirtschaft, Immobilie im Spannungsfeld. Und worüber da genau diskutiert wird, das sehen wir uns für Sie an. Bereits zum vierten Mal in Folge luden die drei Immobilienverbände zu ihrem mitteldeutschen Immobilienkongress ein. Die Tagung fand im Hotel The West in Leipzig statt und trug den Titel Staat kontra Wirtschaft, Immobilie im Spannungsfeld. Der Kongress wurde parallel von einer Fachausstellung als kommunikatives Zentrum begleitet. Die Veranstaltung ist in der Region Sachsen mittlerweile zu einer festen Größe im Terminkalender der Immobilienwirtschaft gereift. Herr Müller, es ist ja mittlerweile schon der 9. Kongress dieser Art. Man kann ja schon fast von einer kleinen Tradition sprechen, oder? Das kann man wohl sagen. Immerhin veranstalten die Verbände seit 4 Kongressen diese Veranstaltung gemeinsam. Wir sind der Meinung, dass dieser Kongress nicht nur Tradition hat, sondern dass er auch eine gute Aussicht hat. Das heißt also, die Immobilienwirtschaft sammelt sich in Leipzig. Wir wissen, es ist ein guter Standort. Anerkannt von den Thüringer Kollegen, anerkannt von den Kollegen aus Sachsen-Anhalt. Wir werden diese Tradition auf alle Fälle fortführen. Für den diesjährigen Kongress haben Sie ein recht provokantes Thema gewählt, Staat kontra Wirtschaft. Ist das denn wirklich so, dass Sie so weit auseinander sind und gegeneinander arbeiten? Ja, also die Misere, die sich in den Kommunen aufgetan hat, aus finanzieller Sicht, die hat natürlich sehr viele Auswirkungen, insbesondere auf die, die Immobilienbestände in den Kommunen haben. Und insofern muss dort ein Dialog zustande kommen. Und wir spüren, wenn die finanziellen Mittel knapper werden, dass dann auch die Widersprüche einer Klärung zugeführt werden müssen. Und ich denke, dass unser Kongress eine gute Plattform ist, die Probleme offen anzusprechen und Lösungen zu suchen. Um diesem Anforderungsprofil gerecht zu werden, widmete sich der Kongress ausgewählten Brennpunktfragen von Bundespolitik, Klimaschutz bezogen auf die energetische Objektsanierung und der Handlungsfähigkeit von Kommunen. Dazu wurden für 3 Panel hochrangige Referenten und Talkgäste aus der Branche, der Wirtschaft und der Politik geladen. Zwischen den Podiumsdiskussionen gab es ausreichend Zeit für die direkte Kommunikation unter den Teilnehmern und für einen Besuch der Fachausstellung. Wir sind ja jetzt in der Mittagspause des Kongresses. Herr Viehweger, Sie haben die erste Rede gehalten, die Begrüßungsworte. Was ist denn Ihr Eindruck bis jetzt? Ich bin zufrieden mit der Diskussion. Wir hatten ja 2 Themen schon. Das erste mehr so Politik. Und wie stellt sich die Rahmenbedingungen für die Zukunft vor, also für die Immobilienbranche? Und Rolle der Kommunen bei weniger werden Geld. Das war schon spannend. Das war ja auch teilweise strittig. Und das zweite Thema lag mir natürlich noch mehr am Herzen, also bezahlbarer Klimaschutz, weil da reden wir ja über richtig viel Geld und da sind wir bei diesem Thema Glaubwürdigkeit ja ganz nah dran, weil viele Vorgaben der Politik einfach nicht umsetzbar sind. Manchmal technisch nicht, finanziell auf keinen Fall, in bestimmten Zeiten nicht. Und dann fragt man sich natürlich als jemand, der unten in der Praxis das mit umsetzen muss, wieso kommt man da drauf? Also Politik hat auch Experten zur Verfügung, die können rechnen, sollte man jedenfalls meinen. Und dann sollte man kein Wolkenkuckucksheim in bestimmte Regelungen pressen. Der Titel der Veranstaltung ist ja auch Staat kontra Wirtschaft. Ja. Sehen Sie das denn wirklich so, so stark entzweit? Natürlich ist es etwas überhöht, aber ja, doch. Der Staat ist dafür da, Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu schaffen. Er ist eigentlich nicht dafür da, Unternehmen selbst zu kreieren, zu machen, unternehmerisch tätig zu sein. Das passiert auf kommunaler Ebene oft. Sie hatten ja in Ihrer Rede auch die Glaubwürdigkeit betont. Wie wichtig ist das denn? Ist es denn so schlimm zurzeit, dass die Glaubwürdigkeit extrem gesunken ist? Ja, also man sieht es ja an der Bevölkerung, dass man Politik nicht mehr glaubt. Und dafür gibt es ja genug Anzeichen. Wahlmüdigkeit ist zum Beispiel so ein Wort oder so ein Ausdruck dafür. Wenn aber wir als Experten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, jemand, die mit Politik tagtäglich umgehen, die bei Anhörungen in den Landtagen sind, wenn wir auch anfangen zu zweifeln, und das tue ich, also ich zweifle an vielen, was ich dort höre, weil ich dann merke, dass die Umsetzung unpraktikabel ist oder überhaupt nicht geht,
dann wird es langsam ein Problem, weil wir momentan ja immer noch die Chance hatten, Einfluss zu nehmen, sodass es praktikabel wird, dass Verordnungen auch umgesetzt werden können. Die Ziele sind doch übereinstimmend. Wenn wir über Klimaschutz reden, wird keiner sagen, das ist blöd. Alle werden sagen, ja, Klimaschutz ist gut, alle haben sie Kinder oder Enkel und alle wollen sie das. Die Frage ist, wie komme ich denn dahin? Und wenn ich dann Schlagworte höre wie Passivhausstandort im Bestand bis 2050, dann weiß ich genau, dass das nicht geht. Es sei denn, ich importiere sofort 2 Millionen fleißige Chinesen, die es umsetzen und dazu vielleicht nochmal viele Milliarden Euro, die das machen. Das sehe ich aber nicht kommen, das steht auch in keinem Beschluss drin. Und dann sage ich mir, bitte Leute, bleibt auf dem Teppich, ihr seid nicht glaubwürdig mit so einer Aussage. Das muss nicht sein. Auch der Leipziger Bürgermeister zur Nedden nutzte den Kongress zum Austausch mit der Immobilienbranche. In Bezug auf die Handlungsfähigkeit der Kommunen sieht auch er noch Nachholbedarf. Es fehlt oder es ist sicher wichtig, dass die Rahmenbedingungen hier auch von Bund und Ländern neu gesetzt werden, damit die Kommunen insgesamt in der Bundesrepublik wieder handlungsfähig werden und die ihnen übertragenen Aufgaben auch tatsächlich qualifiziert ausfüllen können. Welche Forderungen stellen Sie denn in dieser Hinsicht an Politik und auch Wirtschaft, um das zu realisieren? Naja, zunächst mal ist ja die Grundausstattung der Kommunen sozusagen eben durch Rahmenbedingungen, die insbesondere die Bundesebene und die Landesebene setzen, bestimmt. Also hier geht es darum, welche Steuern eine Gemeinde erheben kann und welche Anteile sie an bestimmten Steuern von den gerade genannten Ebenen erhält. Hier bedarf es dringend einer Überprüfung. Die Kommunen bekommen immer noch Aufgaben übertragen, die nicht in ausreichendem Maße durch die übertragende Ebene, sprich eben Bund und Land, gegenfinanziert sind. Und das höhlt einfach letztendlich unsere Möglichkeiten aus, zum Beispiel die Infrastruktur in einem Zustand zu erhalten, der die Städte weiter attraktiv hält. Inwiefern glauben Sie denn, hilft so ein Kongress, um Pläne zu realisieren, aber auch die Thematik zu verbreiten, diese Problematik? Naja, auf solchen Kongressen, denke ich, sind vor allen Dingen zwei Dinge positiv. Zum einen der Meinungsaustausch, und in einem solchen Meinungsaustausch können ja auch immer noch wieder neue Gedanken entwickelt werden. Und zum zweiten, dass bestimmte Dinge vielleicht etwas transparenter und damit verständlicher werden für Personen, für Institutionen, die sonst nicht so mit bestimmten Themen befasst sind. Und mit diesem Transparentwerden gelingt es dann vielleicht auch, weitere Unterstützer für bestimmte Anliegen zu erhalten. Auf dem Immobilienkongress in Leipzig richtete man also einen kritischen, aber auch positiv gestimmten Blick in die Zukunft der Branche. Also es ist natürlich, und dazu dient ja auch der Mitteldeutsche Immobilienkongress, sich mehr einzumischen, sich mehr anzubieten in der Politik, für die Kommunen da eine höhere Präsenz zu erreichen. Und ich glaube oder bin im Prinzip sehr davon überzeugt, dass ich aus Berlin komme, darf ich das besonders gern sagen. Wir haben ja in diesem Jahr den IVD-Bundeskongress in Berlin, wo es darum geht, die beiden europäischen Maklerunternehmen zusammenzuführen. Und wo ich ganz fest davon überzeugt bin, dass der Präsident des IVD dort auch die Präsidentschaft übernehmen wird. Und das wird natürlich noch für viel mehr Stimme in der Politik sorgen. Sie sehen es, im Hintergrund wird bereits abgebaut und damit ist der 9. Mitteldeutsche Immobilienkongress auch zu Ende. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.